Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf K-Modellbahn. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute zeige ich euch viele Änderungen oder Updates zu meiner kleinen Anlage und ja, legen wir los. So, ihr seht da schon hinten die Wand. Die habe ich da so gemacht, ein bisschen als Hintergrund. Weil diese Sachen sind angekommen von meinem lieben Opa, der hat die noch übrig. Das sind solche Steinmatten. So sehen die halt aus. Sind noch sehr alt, aber gebrauchbar. Und die habe ich schon als Verwendung jetzt schon eingenommen. Sagen wir mal hier als Wand. So, da kann man hier ein bisschen was vorschieben. Ist da oben noch ein bisschen Platz bei, da kann man so als Berg benutzen, dass der so seitlich dann so runter geht und da oben so Begrasung. Kann man so ein bisschen als kleinen Berg benutzen. Ja, aber eine gute Verwendung habe ich auch und dann habe ich noch drei weitere davon bekommen und andere Muster. Ziegelsteinmuster. Ich weiß nicht direkt, was ich als benutzen kann, vielleicht als Fußgängerweg, so roten Fußgängerweg. Wird sich noch alles zeigen, muss ich halt dann sehen. Inhaltlich, weil das ist eigentlich, was meine Anlage verändert hat, dann kommen wir eigentlich noch zu anderen Sachen. Ich habe für meine Anlage einen Spender gefunden, oder er hat sich gemeldet, für einen Spender für mich zu sein. Ist ein ehemaliger Schulkollege. Eigentlich haben wir noch viel Kontakt immer noch und er will halt mein Spender sein, im Gegensatz, dass ich noch ein bisschen was für ihn tue. Ich habe ihn hier unten in der Videobeschreibung verlinkt, könnt gerne mal rüberschauen, er hat deutlich mehr Abonnenten als ich. So um die 117, sagen wir mal. Er macht aber auch was anderes, Gaming und so. Könnt auch gerne ein Like aber bei ihm da lassen. Einfach mal rüberschauen, aber verlinkt habe ich ihn, könnt gerne vorbeischauen. Das war's aber auch mit diesem kleinen Video und ja, bis zum nächsten Mal.